Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Beast. Christ, I can't do it on my own. There's so much blood. Dear God, is this one of the guests? I don't know. Go get someone. He'll bleed to death. Press on the wound. I'll get help. The janitor is upstairs. Room 207. Where are you? Moment. Who is this? Easy. Don't try to get up. Good Lord. No one will ever talk me into a mountain trip again. There he is. Looks like that missing fellow. The detective showed guests his daguerreotype. Okay, detective? You mean that nosy fop Walter Gilman? Holy mother of God! I have to telegraph the sheriff. This man needs a doctor. I've seen wounds like this. It's only a matter of minutes. I'm sorry, son. These voices. There are so many of them. Wait, wait. I think I've heard this conversation before. So, wir sind in dieser Gaststätte. They said that a certain detective, Walter Gilman, wer war Walter Gilman? If he was interested in missing people from the area, he might know something about my father's disappearance. It's stuck for good. That's no use. Er ist nicht mehr zu gebrauchen? Der Revolver? Okay, schade. Hat uns gute Dienste geleistet. Leuten ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Wie war nochmal Licht an? Feuerdings anmachen, Kerzen. Aber es ist. Man möge meinen, es wäre verlassen. Aber es ist irgendwie nicht, ne? 10 Jahre soll es her gewesen sein, wo sie diesen Ort aufgegeben haben. Aus welchen Gründen auch immer. Ich habe das nicht mitgekriegt. Oder vielleicht kommt das ja noch. Warte mal, wie war das nochmal gleich? Sehr gut. Und rein ins Vergnügen. Brauche nicht Vergnügen. Das ist nur Buddeln Flaschen hier. Die haben viel Alkohol getrunken. Und das sieht noch so aus, ja, sagen wir mal ein Jahr verlassen, ne? Wollen wir mal so real sein, ne? Real Talk. Was ist denn das? Ein Kluppenpyrit aus der Mine meines Vaters. Manche Menschen nennen es zwar Narrengold, doch es hat den Familienheit und Whitehead großen Reichtum gebischt. Nicht schlecht, sieht hübsch aus. Brauche ich nicht. So. Kuschel ich hier? Was? Geisterstimmen. Maus doch mal ein bisschen langsamer machen eben. Hier gleich schwindelig. Okay. Hä? Was? Ich wollte das nicht mitnehmen. So. Hallo. Warum sind die Fliegen? Mach nichts. Wollen wir schon hochgehen? Ich glaub nicht. Lass mal erstmal hier unten alles abchecken. Ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Ich würde doch einfach nicht. Das würde mich doch gar nicht mehr interessieren. Ich würde abhauen. Ehrlich jetzt mal. Wer tut sich solche Scheiße an? Judge John Norton, father's former associate. Is that possible? Warum auf der Suche nach Norton? Hat er kein Vertrauen in Sheriff? I just witnessed a crime from a decade ago. I'm getting lost. Memories and delusions. It was the janitor who usually kept there. The missing judge. Someone has been looking for him. Ja, ist ja gut. Walter Gilman. Was hast du da alles zu erzählen? Nee, Junge. Ist abgesperrt, oder? Wie geil, ich gucke nach da oben hin, weil da was steht und verpasse hier diesen Jumpscare hier. Also es ist nicht nur das Haus unserer Eltern, das spukt. Hallo, hier geht's nicht durch. Wir wollen uns auch nicht aufzwängen. Sie da drüben, ich hab sie genau gesehen. Verschwinden sie. Hier auch zu. Ich dachte, wir schaffen hier eine romantische Atmosphäre. Ja, da können wir längs gehen. Super, in Richtung dieses gruseligen
etwas. Oh, zum Glück gucke ich mir. Zum Glück gucke ich da einfach nicht. Da einfach nicht hin. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbart wird. Auch nicht geheim, was nicht bekannt wird und dann abkommen. Das ist das, was wir aus dem Safe gefunden haben, ne? Oder für den Safe gefunden. Der gibt es hier en masse. Ey, die Gats habe ich nicht angemacht. So gut, dass sie sich jemand kuschelig machen wollte hier. Muss ich das nicht machen? Also jemand mag hier noch gerne Licht. Ich. Mögen alle gerne Licht. Wir sind Kinder des Lichts. Ja, so sind wir. Oh, lass mal aus dem Fenster. Man sieht so viel. Kann ich hier nicht? Ah, kann ich nicht. Dann wollen wir mal dahin gehen, wo diese gruselige etwas unterwegs war. Ah. Ah. Hallo. Na, na, der geht einfach weiter. Ja, lass ihn gehen, ne? Wir gehen ja mal in eine andere Richtung. Alter. Ich würde das doch nicht machen, ehrlich. Warum? Ich würde nach Hause gehen, ey. Ich würde mich in die Kutsche setzen und nach Texas reiten oder so. Keine Ahnung. Oder nach. Hallo. Wie gut, dass es hier sehr viele Streichhölzer zu finden gibt. Kann man mal dran ziehen? Da war noch Petroleumlicht hier. Guck mal, hier Licht angemacht worden. Finde ich sehr gut. Und mehr Petroleum. Ja, wir gehen diesen Menschen doch hinterher. Naja, werfen wir. Ich hab eine Waffe. Hüpp, der geht ja um links. Angst essen Seele auf. Ach, der schon wieder. Ach, diese Hüpp. Diesen. Ach, gruselig, ey. Wer kann so aussehen? Der hat schon mal ihr Licht angemacht. Vielleicht will der jemand. Gar nicht raus. Hä, wo sind wir hergekommen? Huh? Was? Ich hab mich doch nur. Irgendwas ist ganz faul. Nee, von hier sind wir hergekommen. Aber das Bild hat sich geändert. Das Bild ist weg. Was ist hier los? Ach nee, da ist er ja. Und das. Was? Romantisch. Ja. Hallo. Oh, jetzt. Oh. Who is this? Ach, ist dir jetzt schon aufgefallen, ja? Ja. Okay, wir sollten mal ganz dringend unser Petroleum-Licht anmachen. Na komm, noch einmal. Ja, Angst, Essen, Seele auf, sag ich schon. Aha. Matt. Matt. Hm. Oh, 207? Ja! Bin ich hier wieder weg? Oh. Zurück. Ja, ne. Wir latschen auch total langsam hier. Oh, okay, schön, der ist abgegangen. Yep. Ja. Hallo. Oh, hier ist schon über Licht an. Ich denke mal, das ist Schnaps, ne? Können wir gehen aufmachen. Und wir eine Kerze fehlt noch, die machen wir auch nochmal. Gibt's? Bist du bescheuert? Ich kann mich einfach nicht daran erinnern, hier etwas derartiges getan zu haben. Weshalb sollte ich die Gäste belästigen? Ich war mir sehr bewusst, dass ich tagelang in der Dunkelheit eingesperrt werden würde, wenn ich so etwas tun würde. Oh! Meine Frau hatte uns erhofft, eine angenehme und entspannte Woche in ihrem Etablissement verbringen zu können, so wie es in ihren Broschüren angepriesen haben. Der Wald bietet in der Tat ein beruhigendes Ambiente und lange Spaziergänge bei frischer Bergluft sind sichtlich von Vorteil für die Gesundheit. Leider ist dies bereits das volle Ausmaß des Lobes, das ich hier anbieten kann. Und auch dann schreibe ich diese Worte nur aus Gründen der Höflichkeit. Jede einzelne Nacht
spukt ein gestörtes Bike durch die Gänge des Gasthauses. Lief wild umher, lachte hysterisch und klopfte wiederholt an unseren Türen. Ich versuche mehrmals, ihn zu packen, um ihm Manieren beizubringen, aber er schafft es wieder und wieder, mir zu entwischen oder sich irgendwo zu verstecken. Es war offensichtlich, dass er jeden Winkel des Hauses kannte. Ich kam erst am Tag unserer Abreise, als ich ihn in dem Büro betreten sah, zur Erkenntnis, dass dieser kleine Mistkerl nicht etwa das Kind eines ihrer Gäste war, welches in unbeaufsichtigten Augenblicken die anderen Gäste belästigt. Nein, es handelt sich um ihren eigenen Sohn, wenn sie nicht in der Lage sind, ihr eigenes Kind im Zaum zu halten und es ihm erlauben, den langen ersehnten Urlaub ihrer Gäste zu ruinieren, sind sie sicherlich mehr als ungeeignet dafür, einen Gasthof zu betreiben. Seien Sie versichert, dass ich all meine Bekannten über diesen unerhörten Vorkommnis unterrichten werde. Ich erfreue mich in der Provinz einer gewissen Bekanntheit und dass meine Frau und ich in Zukunft einen weiteren Bogen um ihren Gasthof machen. Okay. Böse, böse. Das gab bestimmt er ja danach, ne? Und wieso klettert hier einfach so jemand hier die Scheibe hoch? Und das sah wohl auch aus wie ein Kind, das hier gerade hochgeklettert ist. Ja, da ist dieses Kind. Ja, ja. Okay. Dann nimmt. Nein, nicht ausmachen. Dann zu mitnehmen. Okay, das heißt. Dieses Kind sollen ja wohl wir gewesen sein, ne? Oder was? Ich weiß es gerade nicht. Hier was anzünden können wir gucken. Hi. Wir irgendwie gewaltsam einbrechen. Ein Licht ins. Das ist schon mal sehr gut. Was ist denn das? Das scheint mir sehr, sehr. Das ist die hier, ne? Damn, there's a chain. Mein Gott, lift. Da habe ich mich aber jetzt mal nicht erschrocken. Maybe I could use it to cut through the chain. Das ist eine Einladung. Die nehmen wir an. Das Licht sieht auch hier alles ein bisschen romantischer aus. Aha. What is it? This is done. I hope this is not okay, egal. Die Resident Evil Zeiten sind vorbei von Resident Evil. Ach so, wir schieben da jetzt einfach. Und ich kann den nicht wegnehmen? Wie macht man denn so etwas? Total albern. Ach so, na gut, dann. Okay. Na dann. Hey, baby. What was that? Where did it try to drag me? Ach, hör auf zu reden. To hell, baby? Das Christ, what have I gotten into? Legst das ganze Licht hier umsonst an? What? Wir wollen ein romantisches Date mit dir. Sollen dieses große Loch in der Wand nehmen. Alles klar. Was schon. Machen wir doch einfach umwerfen. Ja, schmeiß doch Ding um jetzt hier. Richtung? Wollt das davor? Ja, muss ich nicht verstehen. Da wollte jemand mit uns sprechen. Hallo? Hallo? Okay, nein, Emily. Komm, wir hüpfen auf Bett rum. Point, T-Point, 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 Point, okay. Wer macht denn hier?
Da. Hat sie nicht gerade jemand geklopft? Oh. Eine Tür? Da ist keiner. Hier sind wir zu. Wird so abhauen, ich schwöre, ich sag euch das. Wie komme ich hier jemals wieder raus? Aha. Eine Säge. Looks like a slaughter. Good God. Nein. Something's wrong here. Das hat nur den Anschein. I'd better grab that tool and get out of here. Yeah. This should cut through the chain in the janitor's room. Opal, die ersten Patienten herausgebende Zeitschrift. Gedichte, Geschichten, Interviews, Artikel, September, Oktober 1850. Eine Zeitschrift für und von Patienten einer psychiatrischen Klinik. Zusammengestellt wurden. In vielen solcher Einrichtungen wegen Patienten ist nicht mehr einmal von solchen Annehmlichkeiten zu träumen. Stattdessen bekommen sie Schweinefutter und werden an ihr Bett gefesselt. Viele von ihnen überleben den Aufenthalt nicht und die, die es doch tun, sind nie wieder wirklich freie Menschen. Man sollte es als großes Glück ansehen, jemals aus solch einer Einrichtung auszukommen. So. Wie praktisch. Socke dich hin und was ich nehme. Mach weiter. Ich muss total bedenken, dass ich noch heute zu arbeiten muss. Ne? Haha. Einmal überall muckelig machen hier. Oh, okay. Möchte ich auch mal wieder. Wer sappelt denn hier? Poor soul. He spent most of his life here and after death he's still the inn's janitor. Immer den Job gefangen. Stellt euch mal vor, ich ein Leben lang, also bis in alle Ewigkeit Busfahrer. Fahr mit meinem Geisterbus durch Schleswig-Holstein. Herrgott, muss es denn immer alles so enden? Diese furchteinflößenden Dinge, die hier geschehen. Tote. Nur Tod. Nichts als Tod. Ich sag ja, Angst, Essen, Seele aus. Der hat hier den Schlüssel. Den brauchen wir für den ganzen Shit hier. Der arme Kerl, tut mir leid. Er griff zur Flasche und nicht den Verstand zu finden. Ich habe Angst, wie er zu enden, wenn diese Geister mich nicht in Ruhe lassen sollten. Ich glaube, die werden uns immer verfolgen. Deswegen weglaufen, keine Chance. Mr. Jakob ermahnte mich ständig, ich sollte die Finger von der Flasche lassen. Weiß er denn schon, ne? Er sagt, ich würde Gespenster sehen, doch ich schwöre, ich bin vollkommen bei Sinnen. Ich trinke, weil ich Angst habe. Etwas schleicht diesen Wäldern herum. Aus den Bäumen hallt das unmenschliche Geschrei hervor und aus den Tiefen der Höhlen erklingt Geheul. Ich habe Kratzspuren in der Rinde der Bäume mit eigenen Augen gesehen. Mr. Jacob sagt, ich sei ein Trunkenbold und sollte mich beruhigen, bevor ich die Gäste verschrecke. Vielleicht haben sie allen Grund dazu, Angst zu haben. Wie viele Menschen sind bereits in den Wäldern gegangen, ohne je zurückzukehren? Gott, steh mir bei. Da ist das Geheul wieder. Ich brauche etwas Starkes. Oder ich werde heute Abend nicht zur Ruhe kommen. Oh ja, ich brauche auch jeden Tag was Starkes. Das kommt ja auch nicht zur Ruhe. Hier kommt der Mittelvogel. Dankeschön. Rotieren. Zimmer 106. B-Flügel. Gewährte Zugang zum 106. Und Geheul. Das geht so weiter. Okay. Upsi, putzi. Dankeschön.
Wenn du das jetzt warst, Kollege, sollten wir ein ernstes Wort miteinander reden. Du kannst mir hier nicht so einen Schrecken einjagen. Ich bin sehr, sehr verängstigt. Das hätte jemand setzen können. Brauchtest du noch ein bisschen Gesellschaft? Kann ich den wieder... Mit einer Hand auf jeden Fall nicht. Oh, warte mal. So, Kinderchen. Und wie wir wieder rauskommen und ob wir hier wieder rauskommen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und tschüss.